Grüßt euch, Leute. Und der Moft ist traurig. Er hat einen Part aufgenommen, den keiner gesehen hat. Ach, welche Zeit da drauf gegangen ist. Ich war nochmal im Eislevel und habe nochmal ein bisschen gegen die Eisponys gekämpft. War beim Endgegner, hab die zweite Stufe vom Endgegner gesehen, also nachdem ich den ersten besiegt hatte. Er regeneriert sich selbst. Ich war kurz vorm Sieg, hab leider versagt, also ist die Aufnahme nicht ganz so schlimm, dass sie weg ist. Ich hätte es euch trotzdem gerne gezeigt. Aber egal, gehen wir jetzt erstmal in den Sumpf rein. Ich mache definitiv nochmal einen Part, wo ich gegen die räudigen kleinen Scheißhäuser kämpfe, gegen diese komischen Tiger, am Ende diese Black Tiger. Aber jetzt zieht es mich erstmal in die Pyramiden. Auf in die Pyramiden. Wie heißen die noch gleich mal? Das Level heißt natürlich Shulva, das Heiligtum. Und wir wollen in den Gebetsturm, denn da haben wir ja das letzte Mal unser Leuchtfeuer entdeckt gehabt. Und da wollte ich mich weiter umgucken. Ich hatte echt den illusorischen Gedanken, ich schaffe heute diesen komischen Tiger. Aber wisst ihr, was mich viel mehr geärgert hätte, wenn ich es aufgezeichnet hätte und keinen Kommentar dazu gemacht hätte? Dann hätte ich es gezeigt, hätte es vielleicht noch nachkommentiert und so weiter. Aber sowas ist ja nicht halb so schön, als wenn man actionmäßig voll dabei ist. Also nachkommentieren ist bei Dark Souls, finde ich, eher, sollte eher die Ausnahme bleiben. So, Shulva, Stadt des Heiligtums. Dalla, genau. Wir wollen in die Pyramide rein. Fühle ich mich ein bisschen wie Indiana Jones. Das Ding ist ordentlich groß und verwirrend. Und ihr habt es vielleicht beim Leuchtfeuer... Ich kann es nochmal zeigen. Beim Leuchtfeuer gesehen. Reisen, natürlich. Wir wollen aber nicht wegreisen. Ich will euch nur was zeigen. Hier gibt es noch zwei unbekannte Gebiete. Also, da geht noch was in diesem DLC. Ist auch richtig so, man zahlt ja für die DLCs auch viel, viel Geld. Und da möchte man natürlich was geboten kriegen. Obwohl natürlich jetzt die Dark Souls-Nerds natürlich sagen, das ist nicht viel Geld für das, was geboten wird. Okay, ich habe gerade vergessen, die kann ich nicht mit Einschlag töten. Schade, dem ist so. Nämlich schon mal Estus Lacongus. Das fängt genauso an wie im letzten Mal. Da habe ich mich auch so dusselig angestellt. Lieber ist es hier besser, den Gegner einmal ein bisschen auszutricksen, ihn ein bisschen zu zirkeln und dann schön das Messer in den Rücken. Ach toll, danke. Ich sehe auch schon hinten schon den nächsten. Ich dachte, wenn ich die von hinten diese Animation habe, bin ich erstmal unbesiegbar. Aber das war wohl nicht der Fall. Draußen ist doch noch einer, oder? Okay, ist ja kurz da. Da gibt es aber noch einen Pyramidenausgang, seht ihr das? Der einfach nur runterführt und da fehlt ein Stück Brücke. Ich habe auch immer noch den Shortcut freigelegt. Also es gibt noch einiges zu tun in diesem Level. Grund. Ab und zu gucke ich aber schon gern nach unten. Vielleicht kann man sich irgendwo fallen lassen und noch mehr Zeug kriegen. So, ihr affenköpfigen Arschgesichter. Wie wär's mit ein kleinen wenig Action? Sehr schön. Genau. Alter, fast schon wieder tot. Okay, es läuft alles ein bisschen suboptimal. Anders als ich mir vorgestellt habe, aber das soll uns ja nicht stören. Habe ich eigentlich die richtigen Ringe? Ja. Wir wollen ja schön viel Lebenserfahrung, Lebensseelen hier absorbieren, um dann mehr Action zu kriegen, also mehr Power. Heiligtum des Drachen. Womit habe ich hier eigentlich das letzte Mal das Verrecken gelernt? Ach hier, als ich mich so doof angestellt habe, ne? Hi, Kunde! Gut, und den jetzt ein bisschen taktisch machen. Ich muss die alle mehr mit Schild machen. Man kriegt die halt nicht one-hitted. So wie ich es mir vorstelle immer. Wozu bin ich eigentlich ein Großschwertkämpfer geworden, also ein Power-Charakter, wenn ich Gegner nicht one-hitten kann? Gegenstand aufnehmen? Reparaturpulver. Ja, nicht schlecht. Heilig den Ritterstulpen. Gut, hier habe ich schon das letzte Mal geplündert. Es gibt da, glaube ich, auch keinen Geheimgang so richtig. Man ist ja ein bisschen was versteckt, ne? Habe ich letztes Mal alle Waffen kaputt gemacht? Das ist immer wichtig. Manchmal liegt ein Gegenstand drin. Aber ich habe mir ja vorgestellt, dass man hier mehr solche Giftdinger hat. Dass man irgendwo reinläuft und plötzlich vergiftet ist. Oder sich hier reinholt in so eine dämliche... Na, ihr wisst schon. Vase. Okay, hier ist auch... Ich guck mal, ob ich schnell... Ja, diesmal zeige ich nicht mit Ton auf. Sehr gut, das war mir wichtig. Normalerweise erkennt man es daran, dass diese Box hier mit Ton aufnimmt, also mit Kommentar. Oh, der ist giftig. Ich erkläre es gleich weiter. Ich muss mal kurz den Assi abkillen. Erkennt man daran, dass der Ton nicht aus der Box kommt, also der Spielsound. Dann ist man völlig still. Weil es wäre dämlich, wenn sich das Ganze dann doppelt. Aber in dem Fall, wo ich es vorhin aufgenommen hatte, da hat halt nichts gedoppelt. Kam kein Ton aus der Box und ich habe trotzdem nicht aufgenommen. Also es war ein bisschen ungewohnt. Ah, eine wunderschöne Magierin und ein...
komischer Giftassi, der da oben rum oxidiert. Headshot? Die falsche Pfeilsorte genommen. Ja, der kann ruhig verrecken da oben. Sag mal, Krat hat's doch getroffen. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, die Gifthexe da unten mache ich auch noch schnell mit Pfeil. Ich habe ja noch 83 davon. Ich meine, hier schießt ja auch ihre Chaos-Scheiße ab. Die Idioten wollte ich keinen Headshot verpassen. Genau, sie wollte ich. Und sie hat noch nicht mal Wut drauf. Also, sehr gut. Das ist spaßig. Schön von Weitem die Gegner wegmobben. Tja, meine Dame, sie sind tot. Die nehme ich auch gleich mal mit. Ich kann mir irgendwann mal wieder Pfeile kaufen. Ich glaube, ich schieße jetzt mit den billigsten, na, zweitbilligsten Holzpfeilen. Ist das die ganze Zeit gewesen? Nicht so schlimm, ne? Das ist alles wird gut. Reichlich blöde sind sie ja schon ein bisschen, die Gegner. Aber nicht ungefährlich. Das darf man nicht unterschätzen, dass die Jungs hier doch eine gewisse Gefahr sind. Und die Treppenstufen wünschte ich eigentlich die ganze. Ich weiß nicht, wo sie hinführen. Dumm natürlich, dass ich mich jetzt fallen lassen. Nee, war nicht. Da hinten ging es eh nicht mal weiter. Der stand da oben einfach nur, oder? Den ich umgeschossen habe. Ach ja, das war der Weg. Und hier bin ich ja irgendwo reingefallen. In irgendein Löchle. Oh, Gegenstand. Reparaturpulver. Irgendwie legen die Jungs ja sehr viel Wert auf Reparaturpulver. Aber ich habe ja letztes Mal schon gemerkt, dass meine Waffe sehr, sehr schnell kaputt ging. Okay, da hätte man rüberspringen können. Bin ich da letztes Mal schon drauf reingefallen? Hi, Assi-Käfer! Wie verhält sich das hier? Kriege ich da Schaden, wenn ich über die Stacheln rüberlaufe? Ich denke mal schon. Okay, noch Magier vom Weiten. Das versaut mir natürlich den Tag. Aber geht's hier offiziell lang oder ist das so eine Art, wenn ich runterfalle, dass ich wieder hochkomme? Ding. Ich gehe mal von der anderen Seite ran. Man weiß ja nie so richtig. Na? Naja, das sind ja diese Behälter, die mir meine Waffen kaputt machen. Deswegen auch. Das scheint. Schaden gekriegt von so einem kleinen Fall. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mit den. Mich allen anzulegen. Wo haben wir Ausgang hier? Hier gibt es keinen Ausgang. Es geht nur die Treppen hoch. Okay, dann gehen wir erstmal die Treppen hoch. Soll alles kein Ding sein. Ich will mich mit den Viechern jetzt gerade nicht schlagen. Wenn sie Treppen hochkommen, werde ich einen nach dem anderen. Natürlich. Abkillen. So, jetzt könnt ihr gerne zu mir kommen. Ich sorge dafür, dass ihr alle schön verrecken werdet. Hey, ich sehe die gar nicht mal. Nee, du musst doch den nächsten anvisieren. Hilda, mach mich nicht wahnsinnig. Bin ich immer der, der deine Waffen kaputt machen möchte. Gut, wir haben ein Reparaturpulver jetzt gekriegt. Das können wir dann mal nutzen. Wieder ein paar drauf. Ist eigentlich ganz lustig hier unten. Und da gibt es auch jede Menge Gegenstände. Und jeden einzelnen möchte ich davon haben. Na, kommt doch her. Diesmal kann ich einfach so die Treppen hochlaufen, ne? Es geht jetzt einfach nur. Streut er seine komische. Ich denke mal, es ist irgendeine Säure. Bleibt der jetzt da drin so? Das dürfte ja hier gewesen sein, oder? Jauchküchlein. Wer möchte sowas nicht haben? Alter Pflanzenbalsam. Das ist alles nicht so geil. Ja, Ausrüstung. Nee, ich brauche einfach mal das Inventar. Ich will einfach mal so ein Reparaturpulver nutzen. Wir kriegen gerade so viel davon, dann können wir das wirklich mal ausnutzen. Da ist es, oder? Benutzen, natürlich. Sehr gut, und damit müssten wir alles wieder auf voll haben. Ne, das Schwert nicht ganz. Also das Reparaturpulver ist weniger effektiv, als ich dachte. Okay.
Neue Erkenntnis. Und neuer Gegenstand. Giftiges Wurfersatz. 20 Mal. Das finde ich natürlich wieder geil. Ich höre schon wieder diese Insekten raus. Die kommen doch aus den Kokons, oder? Ach, das ist alles ekelhaft. Ist das alles ekelhaft? Oder weiter oben eins? Bin mir jetzt bei allen gerade nicht so wirklich sicher, was ich hier tue. Ist das eine Mimik? Nee, alles gut. Aber es könnte eine Falle sein. Nein, ein Gegenstand, ein einfacher Gegenstand. Flints Ring. Was kann Flints Ring? Was kann Flints Ring? Was kann Flints Ring? Was kann Flints Ring? Was kann denn Flints Ring? Flints Ring. Ring des Lebens? Des Einbettens? Flints Ring. Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Wow. What the fuck? Alter, das ist ja mal ein Ring. Das ist ja super klasse. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Also so ein Ring, okay, wir haben alles abgeholt. Und hier kommt wieder, wo wir springen müssen. Na, es läuft doch. Leute, es läuft. Lange nicht mehr so, nicht beschissen gewesen bei Souls. Hm. Geht das? Tatsache, das geht. Das bringt mir jetzt, was? Wo führt diese Tür hin? Auf jeden Fall erstmal zu Problemen. Grundsätzlich führen Türen bei Dark Souls zu Problemen. Kleiner Scheißer! Erstmal die Vergiftung nachwirken lassen. Ich habe keinen Bock, vergiftet zu werden. Natürlich, Löcher in Wänden sagen bei Dark Souls auch immer, fick dich, du wirst sterben. Also, Unas, fick dich, aber die sagen auf jeden Fall, du wirst sterben. Was mache ich nun? Gehe ich da unten lang oder gehe ich die Pyramide weiter nach unten? Scheint so eine ganze Weile lang zu gehen. Ja, ich werde einen Raum nach anderen vornehmen. So richtig schön strategisch. Ja! Ohne Mist. Ich hole den Typen erstmal her. Ich weiß nicht, wie oft die Falle das Ganze, also wie oft die ausgelöst wird. Na komm. Idiotenritter. Jetzt ist wirklich die Frage, ne? Löse ich die Falle jetzt erneut aus und die geht los? Natürlich. Danach müsste ich jetzt wieder ein paar Sekunden Zeit haben, oder? Menschenbild? Okay. Und das ist eine Mimik. Du bist doch eine Mimik, oder? Das hat gerade so von Weitem so ausgesehen, als wärst du eine Mimik. Verfluchte Scheiße. Jetzt bin ich wieder unsicher. Die sehen beide aus wie Mimics. Nee, keiner. Glitzer sieht der versteinerte Drachenknochen. Fette Sache. Das sind wirklich mal Geschenke, die sich lohnen. Auch keine Mimik. Und es gibt, das ist wirklich ja wie Schatzjäger gerade. Gefällt mir richtig. Blitzstein und Blutungstein. Also, ich muss sagen, hier in den DLC wird mal ordentlich beschenkt. Okay, vielleicht bin ich schnell genug. Okay. Okay, ist nichts passiert. Warum eigentlich auch nicht? Man muss ja nicht immer den Arsch voll kriegen. Schön gucken, was voreinkommt. Aber ich würde mich ins nächste Loch auch wieder reinfallen lassen, weil ich will ja sehen, wie es da unten auch noch weitergeht. Wenn es nicht gerade ein Loch ist, was einfach nur, dass man tot ist. Okay, ich weiß, wo es noch einen Weg gibt, wo es lang geht. Shit, also muss ich mich doch ins Loch fallen lassen und doch bei dieser Schattenmagierin lang. Ja, anderen Weg gibt's ja gar nicht jetzt noch, ne? Also hier runter und dann noch links. Kann ich die ja vorher mit Pfeil und Bogen? Ja, die kann mich auf jeden Fall treffen. Okay, okay, okay. Alles gut, Leute. Ich mach das schon. Wenn nicht ich, wer dann? Wahrscheinlich ein guter Spieler, aber ihr wisst, was ich meine.
Schön, dass ihre Schattengeschosse dermaßen arschlangsam sind, wahrscheinlich wie ihr Charakter das sei. Okay. Ich sehe da hinten natürlich einen noch mit Säbel stehen, aber ich weiß nicht, ob der nur als Ablenkung dient gegen größere Probleme. Nein, es ist so ein fucking Geist. Nun toll, und nun? Ich probiere erstmal, ob ich hier in die Stacheln nochmal reinlaufen kann. Ob ich dann Schaden kriege. Ob ich nur Schaden kriege, wenn ich mich rolle. Ja. Fuck. Aber gegen den Geist habe ich keine Chance. Okay, okay. Okay, noch ein Geist. Schön. Ja, ja, Leute. Ihr könnt mich mal. Dämliche Geister. Ich muss erstmal den Schalter betätigen. Ja, roll dich doch auf die Hallo? Ich komme nicht mehr weg. Wieso können mich die Geister einsperren? Das ist ja das, was mir überhaupt nicht raff. Ich denke, es sind Geister. Ach, ey. Wir wissen auf jeden Fall, wo es weitergeht. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Das heißt, ich würde jetzt den Trip des Todes dann nochmal lang gehen und nochmal die ganzen Gegner vermöbeln. Da war der Schalter. Vielleicht senkt der Schalter auch einfach nur die ganzen, sag ich mal, die ganzen Stacheln. Das wäre schon mal sehr viel wert. Aber ich freue mich, dass wir schon ein bisschen mehr gesehen haben. Vielleicht brauche ich heilige oder Magiewaffen. Gibt es hier eigentlich noch bei Dark Souls heilige Waffen? Bei Dark Souls 2? Im ersten Dark Souls gab es sehr, sehr schöne heilige Waffen. Damit konnte man schön Untoten die Fresse polieren. Ich habe keine Ahnung, ob es die hier wieder gibt. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich sowas bisher gesehen hätte. Na komm her. Ich will mein Publikum heute noch ein bisschen mehr zeigen. Schlafbacke. Hier kam ja wieder Double Action. Huhu, ich bin da. Na wenigstens, das funktioniert. Ja, komm schon. Da kommt der andere tatsächlich schon angeschissen, oder? Man fasst es ja nicht. Bam! Okay. Alles gar kein Problem. Problem könnten wieder die beiden gedoppelten Typen werden, aber ich könnte ja erstmal einen von denen anlocken. Reicht meine Pfeile so weit? Schauen wir mal, ne? Haben tatsächlich so weit gereicht. Und die setzen sich in Bewegung. Ne? Das ist am wenigsten was. Ich habe nur gehofft, einer setzt sich in Bewegung. Vielleicht hätte ich doch auf den Forsten schießen sollen. Jetzt laufen sie beide Patrouille. Kann ich auf den Schalter vielleicht schießen? Ist das der Shortcut? Weil die anderen musste man ja auch durch Gewalt betätigen. Na nochmal! Schild Attack! Nein, du sollst dich nicht dabei bewegen. Junge, mach doch nicht so einen Scheiß. Okay, okay. Jetzt. Okay, ich schieße mal den Bogen drauf. Vielleicht bringt das auch noch. Okay, das bewirkt einen Scheißdreck. Vielleicht müssen wir auch wieder so ein Massenschalterphänomen freilegen, dass die Leute auf uns reagieren. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass wie beim Eislevel, beim anderen DLC, da musste man ja auch erst wirklich mal das Eis befreien. Vom Eis befreit sind Fluss und Bäche und dann ging es richtig los. Und heilen, ja? Ist nicht, Kumpel. Bäm, bäm und zackabum. Langsam wird's besser. Und Gegenstand aufnehmen. Giftiges Moos. Yeah, toll. Ich hoffe mal auf coole Items. Also wirklich einmalige und super Items. Ist euch mal aufgefallen, wie tief es in der Pyramide eigentlich runtergeht? Und nach oben geht's auch nochmal? Also, da ist noch einiges. Wir sind ja vielleicht 2, 3 Etagen tief gekommen. Das Ding ist ja übel tief. Heiligtum des Drachen. Ich will immer noch irgendwelche Schalter hier mit Gewalt betätigen. Den da. Gewalt! Und es geht tatsächlich! Ich Idiot! Seele eines großen Helden und Drachenamulett. Oh, wieso nicht? Also mit Gewalt kann man hier einiges betätigen. Ach hier. Die Stelle kommt uns bekannt vor. Hier will ich wieder meinen Bogen zum Einsatz kommen lassen. Ich habe keinen Bock, uns mit diesen Schattenmagiern erst anzulegen.
Deine Magie ist so langsam. Selbst wenn du stirbst, bist du wahrscheinlich langsam. Und natürlich besser. Und noch ein. Sehr schick. Ich werde diesmal versuchen, diese komischen Bewacherritter da mal stehen zu lassen. Die sollen mir nicht auf den Sack gehen. Habe ich keinen Bock gerade drauf. Nun komm. Ich will mich von dir nur nicht vergiften lassen, das ist alles. Und von deinen komischen Pfeil geschossen. Ah, da ist die Schalterplatte. Gibt sogar mehrere Schalterplatten, würde ich sagen. Die das auslösen. Was? Die Schattenmagierin lebt noch? Okay, das haben wir gleich. Wie kann denn die noch leben? Gut. Und nun zu dir. Es war eigentlich relativ unnötig, dass ich jetzt Schaden gekriegt habe. Ich gebe es ja zu. Aber was soll man halt machen? Der müsste jetzt auch gleich Nerven kommen, oder? Nee, der ist nicht. Der kommt irgendwann mal hinterrücks reingestiefelt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt sind wir ja fast schon in dem Abschnitt, wo wir vorher waren. Hier einfach nochmal kurz fallen lassen. Müsste nochmal ein Käfer von hinten kommen. Da ist er. Dufter! Sehr gut. Ist da noch ein Item? Ich bin immer scharf auf ein paar Packungen Reparaturpulver. So, jetzt war ja hier irgendwo die Gewitterhexe des Nordens. Ja, da ist sie ja. Die kleine Schönheit. Ab in die Brust. Noch ein rein. Noch ein rein. Ja, man kennt das lustige Spiel. Und jetzt ist er doch... Ja, tot. Gut. Ach okay, man kann ja wieder hochlaufen. Das heißt, ich könnte einen von den Idioten triggern und wirklich mal gegen so einen Geist kämpfen. Ist zwar jetzt nicht die feine Englische, weil die ewig brauchen, um zu sterben. Ich höre übrigens Mucke. Hört ihr das auch? Irgendwelche Gesangseinlagen? So, jetzt können wir beide mal... Nein, ich will nicht den... Warum habe ich jetzt den Bogen ausgewählt gehabt? Jetzt können wir beide mal im engsten Gang gegeneinander kämpfen. Auch wenn du nur wenig Schaden frisst, du frisst Schaden. Ist eigentlich total ineffizient, was ich hier mache, oder? Jetzt mal ehrlich, der wird mich doch locker umbringen. Ah, wir werden sehen. Alter, diese Angriffe. Nun komm. Ich glaube, nur meine Magie, also mein Feuerschaden, bringt da was. Hör auf mit der Scheiße. Hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Na, ich muss es halt so machen. Ich will die. Einen könnte ich ja gerade noch so blocken. 86, super. Ach, du nervst, ey. War's das jetzt mal für den Geist? Nein, immer noch nicht. Okay, der Geist ist dahin, hat uns jede Menge Estus Flakon gekostet, aber jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Ruhe. Jetzt müssen wir nochmal nachdenken, wie wir zum Item rankommen. Ja, ich würde sagen, ich fress Schaden und nimm dann einfach das Item auf, aber ich weiß nicht, wie viel das mich kosten wird. Oder ich aktiviere erstmal den Schalter. Alles möglich. Nochmal schnell einen Lebensstein genommen. Ich entscheide mich fürs Item. Fackel! Sehr gut. Das hat sich ja richtig gelohnt, aber die Lebenssteine war das kein Problem. Ah, manchmal funktioniert die Lebenssteine-Heil-Nach-Taktik noch. Keine Ahnung, was der Schalter getan hat. Und da ist der verdammte Geist.
Da sind jede Menge Items. Da hinten ist noch eine Truhe. Soll ich mich mit den Typen jetzt nochmal anlegen? Ich weiß es echt nicht, Leute. Was soll ich jetzt tun? Der Geist ist super nervig. Und das Gesang wird auch stärker. Und noch ein Geist. Wo sind eure Grabmäler? Okay, einfach weiter runter. Einfach fliehen. Irgendwann werde ich das Grabmal von den Jungs schon finden. Und dann ist Sense hier heute. Okay, das sieht nach einem fetten Gegenstand aus. Alter, Pflanzenbalsam. Wo sind die Geister? Wo sind die Geister, die ich rief? Ah, okay, okay. Aber die Nerven... so viel dazu. Ja, kurz gesagt, die nerven mich nicht mehr, aber hey, so kann man sich irren. Wohl... Oh nein. Ofner Thomas. Keine Ahnung, was Thomas jetzt von mir will. Und da ist eine Nebelwand. Natürlich kommen die jetzt noch dazu. Ich muss eine andere Taktik finden, das wird sonst nichts. Sonst kriege ich hier voll aufs Maul. Vielleicht oben bei der Truhe sind wahrscheinlich die Geisterkörper, die ich zerstören kann. Also probiere ich Hofnarr Thomas jetzt erstmal hier hinzulocken zum Duell. Hallo Hofnarr Thomas und hoffe, sein Geisterkumpel kommt nicht nach. Schön für dich. Toll natürlich, dass ich jetzt ein Flammschwert ausgewählt habe. Bei einem Flammgegner, aber, also beim Pyromanten. Aber auch dich kriege ich klein. Und scheinbar, ihr seht's Leute, ach Alter. Er ist aus Leidenschaft Pyromant, aber ihr seht's gerade, es kommt zum... Na, Geist kommt nicht nach. Das wollte ich gerade sagen. Warum kommt der Geist jetzt nach? Ich habe keine Taktik, ne? Ihr merkt's gerade, ich bin mir gerade wieder taktikmäßig, was das angeht, voll am Arsch. Weil ich gerade nur hin und her laufe wie ein Idiot. Ich muss Thomas ausschalten. Alter, fickt euch doch. Ich gehe wieder runter in den Raum. Gegen die beiden Idioten gleichzeitig antreten? Alter, die Flammzauber von denen, die sind aber auch mächtig. Der weiß, was er tut. Also kann ich wirklich so sagen, er macht Nahkampf und Verteidigung, er macht immer das Richtige. Aber er ist schon zur Hälfte runter und sein Geisterkumpel nähert sich nicht. Okay, der hält sich für clever. Probieren wir mal auch clever zu sein. Okay. Das dauert eine Weile jetzt. Jetzt wünschte ich gerade, ich hätte die Giftpfeile parat. Mann! Hofner! Du kleiner Affenkaiser! Na, es geht doch. Was willst du tun? Okay, sowas. Eine Heilaura oder was? Ja, Eindringling verbannt. Das Ding heilt auch mich, oder? Ja, sehr gut. Ich könnte zum Nebelgate gehen, da habe ich jetzt aber nicht die Lust drauf. Ich will erstmal oben noch die Geister verdröschen. Ich möchte einfach alles mitnehmen. Und vielleicht sind da bei den Geistern auch endlich mal Truhen. Also ich werde jetzt den Typen ganz auf den vollen, also wie ich es vorhin gemacht habe, auf die normale Art killen. Ich werde es jedenfalls probieren. Und dann werde ich sehen, wo seine Leiche hin ist. 75 Schaden, mein Schwert ist schon gut abgenutzt. Na komm. Kein enger Gang mehr für dich, wo du dich verkriechen kannst. Kopf. Ja, so richtig elegant sieht das bei mir nicht aus, wie ich ihn bekämpfe. Schlimm ist, dass er genauso eine große Energieanzeige hat wie ich quasi, dadurch er halb immun ist durch seine Geisterlichkeit. Mit seinem Double-Schwer-Derwisch-Stil. Okay, ich habe wieder genug Ausdauer. Jetzt braucht er nur noch mal einen Schlag machen, ne? Yeah! 88 Schaden.
Keine Ahnung, wie viel Schaden ich gerade gemacht habe. Musste aber genug gewesen sein. 137. Und jetzt braucht er nur noch mal angehustet werden. Huh, geht doch. Jetzt ist noch einer seiner Geisterkumpels übrig, oder? Oben war doch noch einer. Gehen wir den nochmal einen Besuch abstatten. Vielleicht kriegen wir den auch noch hin, dann können wir uns oben alle Ruhe die Items nehmen. Die Lebenssteine brauche ich jetzt zum Nachheilen. Aber ihr hört diesen Gesang doch auch, oder? Ui, hatte ich mich ja noch gar nicht umgeguckt. Scheint eine ziemlich verwirrende und verworrene Gegend zu sein hier. Also hier erwarten uns noch einiges. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich tief im Inneren der Pyramide und ich sehe aber die Quelle des Gesangs nicht. Welche junge Dame da singt. Und da geht's einfach nur... Ja! Vollidiot! Wuhu! Das nenne ich mal einen guten Sieg. Einen ziemlich einfachen zumindest. Okay, der Gesang ist wieder weg. Hochklettern! Natürlich, hochklettern. Warum denn auch nicht? Und wir bekommen... Drachenstein! Sieht aber aus, sieht nicht wirklich aus wie ein Gegenstand zum Aufleveln. Er sieht wirklich aus wie eine Art Schlüssel. Gut, ich werde die Gegenstände jetzt mal holen. Warum denn auch nicht? Was ich jetzt brauche, ist natürlich jede Menge Lebenssteingedöns. Was geht eigentlich? Was, Häftlingskaputt in Gefahr? Darf ich das richtig verstehen? Das Zeug durchlöchert auch meine Ausrüstung? Also meine Ausrüstung? Ja, Flints Ring in Gefahr? Oh nein, die möchte ich nicht reparieren. Flints Ring beschädigt. Huhu! Na, das kann ja was kosten. Schöne Scheiße. Welchen Ring nehmen wir jetzt wieder? Natürlich mit mehr Seelen abgreifen. Ich will gar nicht wissen, wie teuer es jetzt alles wird, das reparieren. Ich meine, Häftlingskapuze, dass die kaputt ist, who cares? Jetzt mal ganz ehrlich, die kostet kaum was. Aber trotzdem werde ich sie mal kurz auf meinen Helm wechseln. Helm der Verdammten. Wo ist er denn hin? Vanguards Helm. Plus 5. Da könnten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was machen. An der Kante kann ich eh nicht langlaufen. Mann, ist das ein langer Part wieder. Vielleicht kriege ich jetzt endlich mal einen Hallo, singende Schönheit. Natürlich ist dahinter noch fucking Geist. Aber erstmal, was viel interessanter ist. Ja, hör auf mich zu hacken, Mann. Bin ich jetzt überlastet? Und hier ist Sackgasse. Oder wie? Nee, hier ist nicht Sackgasse. Wo geht's denn hier hin? Jetzt bin ich wieder völlig verwirrt. Hä? Ich bin wieder hier. Okay, sehr, sehr merkwürdig. Alles sehr, sehr merkwürdig. Jetzt muss ich erstmal kurz finden, warum ich überlastet bin. 74,3%. Woran liegt denn das? Bin ich im Helm? Ist auf jeden Fall nicht gut. Ich muss mal den Helm wechseln gegen irgendwas Cooleres. Ah, ist das leichter? Ja, okay. Das ist auch gut. Sehe ich halt aus wie der Tod. Reparaturpulver würde ich jetzt gerne auch nochmal auswenden. Inventar. Reparaturpulvus Luxigus. Yeah! Mann, das wird eine extra lange Folge. Freut euch! Solche lange Folgen habe ich lange nicht mehr bei Dark Souls gemacht. Auf jeden Fall kommen wir da wieder raus. Das ist wahrscheinlich der Schalter, den ich betätigt habe. Dass man jetzt endlich mal einen Zugang dazu hat. Mehr bringt tut uns nichts. Der komische Geist ist da oben, der kann mich mal. Ich werde erstmal kurz mal... Ich habe echt gedacht, das ist eine Mimik. Ich bin so ein Noob. Falle! Was, auch in die Richtung? Das schießt ganz schön weit, das Ding. Leutz Talisman. Nur hat sich kaum gelohnt, finde ich. Da gibt es auch noch eine Truhe. Da muss ich aber wieder hochlaufen. Und ich komme nicht mehr hoch. Ich bin ja wieder... Warum bin ich denn jetzt so schwer? 71,3%. Ich verstehe das nicht. Ich brauche noch ein leichteres Kopfstückchen. Ja, mein Gott, dann nimm mal den hier. Ich habe einen Wischmob auf dem Kopf. Herzlichen Dank. Das wird teuer werden.
Aber vielleicht komme ich jetzt endlich mal dazu, diese komischen Körper zu zerstören. Ich würde mich so darüber freuen, die Körper von den Geistern zu finden, damit ich die endlich mal wegsmashen kann, weil die sind beim nächsten Mal wieder nervig da und dann muss ich wieder zum Endgegner durchlaufen. Wollt ihr mich denn verarschen? Da sind sie doch, oder? Ja! Mehr will ich doch gar nicht. Nee, auch wenn ich hier drauf gehe, ich muss die Dinger zerstören. Der Rest ist völlig unerheblich für mich. Doch vielleicht der Gegenstand noch. Schlüssel des Ewigen habe ich nicht gelesen. Ist auch egal. Okay, erstmal wieder Seite wechseln. Da ist die nächste. Ah, ist auf jeden Fall eine Schlüsselstelle jetzt. Jetzt nicht sterben. Wieder einer weniger. Okay, der ist nicht so doof. Der bewacht die ganze Sache lieber mit seinen Armbrüsten. Und eine noch. Jetzt habe ich sie alle. Scheinbar doch nicht. Einer ist noch ein Geist. Wie kann das sein? Heiligtum, sonst noch was. Leuchtet jetzt noch irgendwo was hier? Da ist noch einer. So, bitte, ihr Bitches. Oh, die Richtung muss ich. Och, macht da fette Finsternisgeschosse. Ich würde mich dann erstmal aus dem Gebiet wieder... Nein, nein, Idiot, Idiot. Okay, Leute, das war's für den heutigen Part von Dark Souls 2. Ich habe gedacht, ich ziehe mich noch zurück und verkloppe die Typen. Aber ey, wir haben viel geschafft. Wir haben endlich eine Möglichkeit gefunden, praktisch... Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, in welche Richtung es weitergeht. Aber wir haben den Schlüssel, wo wir irgendwo hinkommen. Und ich weiß nicht, wo das Schlüsselloch dafür ist. Doch, ganz oben. Also wir finden schon eine Möglichkeit und wir können auf jeden Fall jetzt die Geister besiegen. Also es wird weitergehen mit Dark Souls und ich komme gut voran. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis die Tage. Ciao.